Oh Junge, guck mal hier. Die Lücke ist weg. Ja, ich habe ein bisschen an der Sichtweite gedreht. Man sieht es hinten vielleicht ganz auch leicht irgendwie so ein bisschen durchschimmern noch. Es ist jetzt alles ein bisschen, ja, höhere Sichtweite. Ob das damit zusammenhängt oder ob das irgendwelche anderen Optionen sind, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Lücke jetzt wohl weg und wird auch hoffentlich wegbleiben beim Neuladen. Von daher passt das soweit ja schon mal alles. Ja, andere Richtung. Hier das komische Ding da hinten. Ich laufe da. Nee, ich laufe erstmal hier hin. Ich glaube, wir machen den Turm zumindest von außen nochmal neu. Das komische Design hier mit den Steinen, das ziehen wir wieder raus. Dann machen wir schön einen Klinkerturm draus. Das passt dann schon. Das sieht dann auch ein bisschen schöner aus. Von denen brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar mehr. Wir haben doch bestimmt irgendwo, guck mal hier, ein bisschen Ton. Tonklumpen. Ich glaube, das ist neu, dass die Übersetzungen jetzt funktionieren, ne? Dann machen wir ein bisschen Tonklumpengebrenne. Und wir gehen mal ein bisschen hier rüber und ich gucke mal eben, Aufnahme läuft. Ja, sehr gut. Rein damit. Und 12, 16, 14, 16, 12, 16, 12, 16, 12, 16. Ja, komm, alles hier. Alles. Alles. Bis auf den Müll, der überbleibt. Keine Ahnung. Und dann gehen wir mal ganze 5. Nein, wir bauen auch schon mal ab zwischendurch. Hopp, so. Joa. Ansonsten, ne, Sichtweite. Ich finde, man sieht's, ruckelt es. Ich habe immer das Gefühl, dass es ruckelt und anscheinend tut es das auch, aber man merkt es nicht. Gut. Wow, was passiert? Oh nein. So. Gut, dann, ich überlege gerade mal. Weil wir natürlich auch Fenster drin haben, da muss man gleich mal gucken, wie wir das machen. Erstmal kommt der ganze Quatsch hier wieder raus. Sparen wir uns dann mal auf für später. Es ist ja mit dem Setzen jetzt überhaupt kein Problem. Also, dank Replacer-Mod funktioniert das ja einwandfrei. So. Also von daher keine große Arbeit, das eventuell sonst nochmal wieder neu zu machen oder anders zu machen. Wir gucken erstmal, dass wir das hier rausrupfen. Machen wir dann oben auch und dann kann man nämlich auch oben gleich mal irgendwie die eine Seite mit ganzen Nodes wieder zumachen, dass es mit dem Dach nicht so komisch aussieht. Ja. Dann haben wir das dann auch schon mal gut. So, ja, gucken wir gleich mal. So, Schuhen sind wir hier oben. Und hier genau das gleiche. Also hier die Seite meine ich, dass wir hier einen mit ganzen Nodes zumachen, dann haben wir das Problem da auch nicht mehr. Können hier schon mal wegholen. So. Gut, dann haben wir das. So, hier auch noch weg. Und dann machen wir das gleich mal schön neu. Dach überlege ich noch, könnte man eigentlich so lassen, können wir aber auch sonst einmal irgendwie neu machen. Müssen wir mal gucken. Wir können ja ein Dach aus Cobblestone machen, dass wir nicht zu viel Holz benutzen da oben. Oder wir lassen es erstmal so, wie es ist. Und alles Weitere werden wir dann gleich mal sehen. Ich habe auch gar nicht großen Plan. Es war mir wirklich nur ein Bedürfnis, hier einmal diesen Turm nochmal neu zu verkleiden. Ja. Da muss ich gleich nochmal gucken, wie das mit dem Replacer ging. Das habe ich nämlich wieder verdrängt. Habe ich den überhaupt noch? Ja, den habe ich noch. So, dann... die richten sich aus, wie sie sollen. Dann war das Shift-Rechtsklick und Rechtsklick, ne? Genau. Guck, und schon habe ich keine mehr. So. Beziehungsweise... ich überlege gerade, ob wir ein oder zwei Fenster machen. Ein Fenster wäre halt irgendwie so drei breit. Das wäre vielleicht ein bisschen viel. Oder das wäre halt nur in der Mitte. Ich glaube aber fast, wir machen wirklich nur ein Fenster. Aber das dann halt so ein bisschen anders machen, hier mit ganzen Blöcken.
müssen wir mal gucken. Dass wir so ein bisschen so eine Abtrennung haben hier. Ne, das vom Design her dann so ein bisschen. Ne? Und dann ist hier das Fenster drin und links und rechts ist dann... Ach, diese blöde... Ah, und links und rechts ist dann eben ja, der Ziegelstein und in der Mitte ist dann eben ein Streifen hiervon. Und da sind dann entsprechend Fenster dran, die ich natürlich jetzt nicht dabei habe. Und hier, hier links, hier müsste eigentlich inzwischen gebrannt sein. Oh, und die Kaktusfarm. Wir können gerade mal, na gut, das brennt noch. Wir können gerade mal kurz hier unsere, wenn wir nicht voll werden. Hallo? So. Wir können gerade mal eben unsere Kaktusfarm hier so ein bisschen, ja, vervollständigen. Ich glaube, wir werden nie wieder Schwierigkeiten damit haben, dass wir, wenn wir mal Kaktus brauchen, irgendwie keinen Kaktus finden. So, was brauchen wir noch? 5. 1, 2, 3, 4, 5. So. Zack, 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 zack. Und damit ist die Kaktusfarm fertig und hier unten die Farm, die ist ja auch fertig. Die wächst jetzt munter vor sich hin. Das braucht natürlich immer alles so ein bisschen. Kaktus hier oben braucht auch so ein bisschen. Ich glaube, der wird dann sogar 4 hoch. Ne? Kann man hier gleich mal gucken. Also wir haben auf jeden Fall genug Kaktus bis in alle Ewigkeit. Das ist doch schon mal ganz schön. So, dann ist hier jetzt wahrscheinlich auch mal durch. Genau. Ja. Dann zack, 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 zack. 25. Könnt ihr mal gucken wir mal, ob das reicht. So. Ja. Das ist hier oben hin, das hier unten hin, das hier rein, das da rein. 12, 16. Machen wir mal alle. So, und 2 sind übergeblieben. Und die kann man doch jetzt hier zu irgendwas machen. Guck mal, kann man ein Slab draus machen. Na gut. Haben wir ein Slab, wozu auch immer. Und wir sollten vielleicht nochmal gucken, dass wir Glas mitnehmen. So. 20, was brauchen wir? 2, 4, 6, 8, 16. 13, 14, 15, 16. Doch, wir machen die alle. Wir machen die alle. Ja, dann lassen wir ihn erstmal drin. Das hier rein. Das nehmen wir noch mit. Irgendwas zum Ablegen? Nein. Noch irgendwelchen Öko-Kram? Nein. Guck mal hier, wir können hier den Kies schon mal wieder wegtun. Und wir können mal ein bisschen Steinzeug loswerden. So. Ja, die kleinen... Wir haben hier oben auch eine kleine. Wir tun die hier mal dazu. Kann man dann ja immer noch mal für irgendwas benutzen. Brauchen wir wahrscheinlich noch mal alles irgendwann. So. Ich dachte, ich hätte noch einen Kakao, aber... Kakao ist nicht mehr. So. Knabberkram ist auch keiner mehr. Nee. Alles weg. Alles weg, alles weg, alles weg. Gut, dann, ja, warum gehen wir halt hier raus? Ach, guck mal, jetzt ist, so viel zum Thema Lücke ist weg. Schade. War wohl zu früh gefreut. Dafür funktioniert das, wenn man mal guckt, hier hinten, da, mit der Sichtweite, das funktioniert. Das ist schon mal schön. Gut. Ändert halt leider nichts daran, dass der Himmel irgendwie vor dem Horizont aufhört, wenn die Sonne untergeht. Apropos Sonne. Ja, doch. Hup. Na, so. Mit den Dingern hier wird auch mal mehr, ne? Naja. So, 34 werden wohl nicht reichen. Aber so ist das dann. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Na.
4. 1, 2, 3, 4. Dahin. Oh, ich bin auch ein Idiot. Jetzt habe ich die Glasscheiben gleich zu Hause liegen lassen. So geht das ja nun nicht, ne? Nein, die sind natürlich nicht beim Holz drin, die sind hier drin. So. Also laufen wir den Weg nochmal, diesmal vielleicht hier rum. Ja, so. Lalalala. Ja, irgendwie so. Wir haben ja Zeit. Wir können auch nochmal hier reingehen. Hier nochmal gucken. So, guck mal hier, da. Das geht runter. Hier, das geht da runter. Das geht hier rum. Ah, alles schön. So. Zack, 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 zack. Ja, und sonst so, ne? Wetter? Alles gut bei euch? So, dann, ich sehe auch schon, wir müssen gleich nochmal gucken, dass wir ein paar Steine brennen. Also, ein Stein. Ach, guck mal, hier wären auch noch Glasscheiben. Hier wäre noch alles gewesen, was wir brauchen. So, da rein und dann haben wir nämlich hier so ein bisschen... Kann natürlich auch mal gucken, ob man hier vielleicht... Was würde denn passieren? Na komm, wenn man das mal wieder rausnimmt hier. Und dann mit Treppen das Ganze macht. Oder andersrum. Kann ich auch so rum machen, ne? Ich glaube ja, so rum. Das passt sogar. Ich glaube, das machen wir so rum. Ich finde, es sieht irgendwie besser aus. Nein! Müssen wir gleich nochmal ordentlich machen. Hat das hier gerade gegrauscht? Ist alles kaputt. Alles kaputt, ich sag's euch. So, und... So. Und so. Ach, wow. Und so. Und so. Ja, ich glaube, wenn der Turm ein schmäler wäre, könnte man Doppelfenster machen, oder? Dazu müsste das Haus dann aber auch ein schmaler werden. Boah, nee, aber ein Haus ein schmaler geht nicht, weil dann das mit dem Dach nicht mehr aufgeht. Oder man muss ihn eins breiter machen, dann muss das Haus eins breiter werden, dann passt das aber auch wieder nicht. Wir lassen es einfach so, wie es ist, würde ich sagen. So, dann müssen wir mal gucken. Die gute alte Baustellenerde. Also entweder ist mein Headset so langsam am Ende... Oder irgendwas anderes passiert hier gerade. Komische Geräusche. Ja, vielleicht dann doch mal irgendwann in ein neues Headset investieren.
Erstmal machen wir hier aber einmal alles schön. So. So, ja, hier haben wir. Mal gucken. Eine so rum. Eine so rum. Und dann einmal dahin. Und einmal dahin. Und dann einmal zack und zack und. Ne? 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 Sieht das aus oder sieht das aus? Na gut, es geht so. Machen wir hier genau so. Da reicht dann aber wieder unser Material nicht für. Wir haben aber auch kein Material, was wir benutzen können. Wir machen hier die. Gut, das reicht gerade noch hier. So. Einmal so. Ach scheiße. Ich brauche die für hier unten. Und die hier oben. Das haut nicht mehr hin, wie ich mir das vorstelle. Weil Drehen und Schraubendreher und Ausrichtung von den Moblocks geschissel, da habe ich keine Lust drauf. So. So. Na. So. 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 Und dann so. Und guck mal hier. Und dann ist das gut. Schaufel. So. Oh. Ja. So. 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 Zack. Zack, tada! Und natürlich zwei hiervon noch. Naja gut, dann nur eine hier hin. Und eine hier hin. Und dann haben wir keine mehr. Da geht ganz schön was für drauf, ne? Aber wenn man dann mal guckt von hier, wenn man es denn sehen kann. Ja, das geht schon. So. Natürlich einmal ein bisschen Kies holen wieder. Kies, sag ich. Lehm. Ton. Steinzeug. Guck mal hier an. Wir haben nämlich alles. Wir können natürlich gucken. Kann man die eigentlich auch wieder zu kleinen Dingern machen? Die waren, glaube ich, alle Sackgasse. Aber die kann man zum Ganzen wieder machen. Das ist gut. Die waren auch Sackgasse. Ach, guck mal einer an. Gut, was uns das jetzt bringt, ist natürlich die andere Frage. Dann tun wir die ganzen Sackgasse-Blöcke hier mal wieder rein. Zack, 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 25, naja gut, 41 insgesamt, das reicht sowieso noch nicht. Hallo Kuh? Genau. So, rein damit, 12, 16 raus damit, dann haben wir 4 von den Dingern über. Da machen wir das Ding hier draus und dann machen wir das Ding hier draus und dann haben wir nämlich 2 hiervon und da kann man dann wieder ein Ganzen draus machen und dann können wir hier nämlich wieder rein tun und dann hier so und dann können wir hier wieder ein 12-16er nehmen und dann bleiben hier noch 2 von über und weißt du Bescheid. Jetzt wird schon wieder Nacht und finster und dunkel. Guck mal hier, da geht der Mond auf, hier geht die Sonne noch unter, so zum Rest. Auf YouTube wahrscheinlich wieder schwarz wie die Nacht. Ist ja auch Nacht. Naja, 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 was soll's. Kann man ihn hier wieder nehmen. Und dann kann man nämlich hier direkt mal weiterbauen. Stell dir mal vor, ich hätte das alles mit dem Schraubendreher machen müssen. Wäre wahnsinnig geworden.
Ah. Hoppala. Hier. Ja. Ich komme gleich runter und hau dir auf die Nase und dann ist das wieder gut. Ach komm, jetzt haben wir nämlich glatt vergessen, wir brauchen die Hefe noch ein paar. Einmal wieder nach Hause, wir können ja einfach mal ein bisschen Cobblestone mit drüber nehmen. Was man natürlich auch noch geil machen könnte, wäre das Ganze unterirdisch zu verbinden. Ja, das ist dann aber, wenn es dann fertig ist, kann man das dann immer noch verbinden. So als Fluchtweg oder so. Muss natürlich nur gucken, dass wir weit runterkommen, weil hier eine riesen Lücke ist. Und naja, schauen wir mal. Ein bisschen hin ist es ja noch. Wir haben ja Zeit. Dann haben wir auch ein Schwert dabei. Ja, wir haben auch ein Schwert dabei. Kann man nämlich hier gleich mal einem auf die Nase hauen. Na, wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Da ist er. Komm mal, komm hier. Zack. Und noch ein und noch ein und noch ein und. Mit den Bergen sieht schon geil aus. So. Und weiter geht's hier, weiter geht's. Das heißt hier rein und. Ach ne, wir wollten ja erstmal vielleicht vorher einmal Steine brennen. Steine! Wir machen mal ein paar Steine. So. Daran. So. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Und da natürlich auch noch. Zack, zack, zack. Hierzu, dazu, 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 dazu. Oh Junge, guck mal, keine mehr da. Alle schon wieder aufgebraucht, meine Güte. Aber gut, so viel brauche ich auch nicht mehr. Gucken wir mal, was hier die Steine machen. Ja. 18 Steine. Oh, vielleicht nochmal zwei mehr. So. So. Acht Treppen. Na, gucken wir mal. So, 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 so. Da müssen wir mal schauen. Wir brauchen ja eine so rum. Hier oben und wir brauchen eine andersrum. Haben wir eine andersrum? Haben wir hier unten, ne? Eine so rum. Ah, und wieder rauf. Und eine hier hin. So, dann brauchen wir das Ganze hier auch nochmal. Das heißt, wir drehen uns das Ding wieder. Zack. Eine hier hin. Und eine andersrum. Eine hier hin. Und dann füllen wir das Ganze einmal auf mit Glasscheiben. So. So. Guck mal, dann hat man nämlich auch in dem Turm Fenster tatsächlich drin. Und hier hinten, ja, da müssen wir mal schauen. Da können wir eigentlich hier mit den Dingern arbeiten. Hier kommt ja dann keine Scheibe rein. Das heißt, wir können hier und hier reinmachen. Und den Rest füllen wir dann eben mit ganzen von diesen Dingern hier auf. Wobei wir da natürlich welche von holen müssen noch. Und wir können hier oben dann auch mal eben zumachen. So, da hinten oben, da müssen wir gleich mal gucken. Da können wir uns ja hochbauen. Aber erstmal holen wir noch mal ein bisschen Ton. Leben kann bei der Gelegenheit mal. Ton, Erde und Kies. So, guck, dann passt das auch. Muss aber bald mal wieder ein bisschen Ton holen, oder?
Naja. Ja, sieht, glaube ich, so schon. Finde ich ein bisschen schöner so. So. Guck mal hier. Dann immer, wir wollten ja brennen. Oh, ich glaube, das hat sich dann auch erledigt. Und dann kommt der Ton da rein. Und wir können hier mal ein bisschen Blätter auffüllen. So. Dauer. Wir können ja schon mal, ich wollte gerade sagen, wir können ja schon mal den Wald pflanzen, aber so ein Sechs-Bäume-Wald ist vielleicht ein bisschen wenig. Guck mal, kommt hier sogar rauf. So. Ja, wir müssen hier. Ich würde es ja eher so ein bisschen random machen erstmal. Das heißt, wir können mal hier mal einen hinsetzen, da mal einen hinsetzen, hier, dahin und dann war's das. Gut. Wenn wir dann erstmal die Baumfarm haben und dann wirklich einmal irgendwie alles abholzen, dann können wir mal gucken, dass wir uns so ein bisschen irgendwie einmal komplett hier über dieses Gelände rüberfliegen und dann da wunderbar irgendwie Setzlinge hinbauen. Ich glaube, ich habe auch noch Setzlinge in irgendeiner Kiste, aber gut, okay, die lassen wir dann da mal. Oh, das ist. Da, das sieht schon gut aus, ne? Das ist schon. Gut, es braucht natürlich ewig lange, bis es geladen ist mit der Sichtweite, aber wenn es dann erstmal geladen ist, meine Güte. Mei. Und hier hinten, guck mal, man kann echt von hier, von da hinten drüben, von der anderen Seite da von dem See, bis da hinten gucken. Guck mal, und hier dahinter, da haben wir doch irgendwo, ist das da hinten die. Ist das die Stelle, wo wir uns mit dem Zuckerrohr eingedeckt haben? Ja, ne? Oder war das dahinter irgendwo? Naja, gut. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist das denn alles schon gebrannt? Haben wir die Zeit jetzt gut geschindet? Naja. Aber so super viel brauchen wir, glaube ich, auch nicht mehr. 10 Stück. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Ja, hier waren wir ja auch noch nicht ganz durch. Das heißt, hier brauchen wir noch mal irgendwie drei. Und hier brauchen wir ja auch noch dann. Dann machen wir hier zu. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir von unten irgendwie runterkommen. Raufkommen. Können wir ja parallel schon mal schauen, was man hier machen kann. Man kann natürlich hier irgendwie eine Treppe ansetzen, die dann hier hochgeht. Ah. Dann haben wir nämlich das Problem auch schon mal beseitigt. Es muss ja keine super große, fancy Treppe sein, sondern muss ja nur hier irgendwie raufkommen. Dass wir hier. Aber wir probieren das mal aus. Wir haben ja hier zum Testen einfach mal so ein bisschen was dabei. Das heißt, hier. Ja, leck mich am Arsch. So, hier und hier. Würde gehen, ne? Würde gehen. Und so, nur mal gucken. Dass wir das Ganze mal einmal irgendwie ordentlich ausrichten. So. Na, sie geht halt hier dann vorbei, ne? Wir gucken gleich mal, wie das aussieht. So. Das wäre halt hier von unten. Das Problem ist, wir können sie hier keinen mehr zurücksetzen, weil wir dann uns hier den Kopf stoßen.
Oder so eine schwebende Treppe. Überlege ich gerade, ob man vielleicht hier das eins rübersetzen könnte. Und dann hier um die Ecke. Aber eigentlich bin ich hier mit dem tatsächlich gar nicht so unzufrieden. Und dann ziehen wir das hier drüben nochmal hoch oder hier neben nochmal wieder hoch. Und dann sind wir nämlich hier drüben an der anderen Seite auch oben auf dem Dach dann. Ich glaube, wir lassen das so. Das ist, glaube ich, nicht so dramatisch, dass man von außen so ein bisschen Treppe gucken kann. Das ist, glaube ich, schon in Ordnung. So. Zack, zack, zack. Können wir mal eben von draußen gucken, wie das aussieht. Und hier, ich glaube, hier machen wir die Baumfarm hin, oder?